Moin Moin Freunde, was geht? Und ich habe gedacht, ich mache mal wieder ein Nerdcooking Hashtag 2. Auf jeden Fall gibt es heute nämlich den McDonald's Hotdog, gibt es jetzt nämlich zu zeigen. Wie schmeckt der, was kostet der und so weiter. Den gibt es nämlich seit gestern zu kaufen und da ist der nämlich, der McDonald's Hotdog. 1,99 kostet der, seit gestern nämlich online. Online seit zu kaufen, was reden da? Auf jeden Fall gibt es den gestern zu kaufen und der soll angeblich so aussehen. Wollen wir mal gucken, wie der aussieht? Ich denke mal, der wird bestimmt nicht so aussehen. Mich lacht hier schon so ein Brötchen an. Also so soll es hier aussehen. Und gucken wir mal. Ja, sieht aus wie so ein Hotdog. Ich sag mal, den besten Hotdog kann man so in Dänemark kaufen. Und wir schauen mal, wie. Riecht schon mal ganz gut. So natürlich diese labbrigen Gurken, die es immer bei McDonald's gibt. Wollen wir mal gucken, was der kann, was er schmeckt, wie der schmeckt. Was labert der da wahrscheinlich, ne? Hallo? Ich muss sagen, da sind ja irgendwie so eine Hotdog-Soße drauf, Senf, dann schön hier Zwiebeln, die Wurst. Also man kann ihn essen. Ist aber jetzt nicht so der Bringer, wo ich sagen würde, der würde jetzt besser schmecken wie der McRib oder so weiter. Aber an sich eine coole Sache. Schmeckt auf jeden Fall besser als das McFlurry-Eis und wahrscheinlich besser als das Concrafter, als die Concrafter-Pizza. Auf jeden Fall ist das. Doch für 2 Euro kann man sich den kaufen für zwischendurch. Aber da würde ich wahrscheinlich eher einen Burger essen. Ich meine, die wollen jetzt irgendwie. Was hatte meine Frau gesagt? Die wollen jetzt gerade Burger King angreifen mit ihren Hotdog. Weil die waren nämlich zuerst. Aber egal. Ich hoffe mal, das Video hat euch gefallen. Ihr habt mal diesen Hotdog gesehen. Sieht aus wie ein Stück. Ja, ne? Es ist ja meistens so, dass sie nicht aussehen wie auf den Fotos. Na egal, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ein Like. Wenn nicht, es klingelt gerade hier. Ein Dislike. Ich werde jetzt weiter den Scheiß essen. Und könnt ihr mal kommentieren, ob ihr den auch mal probieren wollt, mal kaufen wollt. Gerne natürlich in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, Leute, bis dann und schon. Bam!